Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Haus- und Gartenprofi. Diesmal mit dem Thema Feigenbaum überwintern. Der Feigenbaum ist nämlich ein in Deutschland sehr beliebter Obstbaum. Doch seine Heimat sind die wärmeren Regionen dieser Welt. In Europa ist die Pflanze vor allem im klimatisch gemäßigten Mittelmeerraum zu finden. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, ob der Feigenbaum winterhart ist und ob man ihn bei uns in Deutschland überhaupt überwintern kann. Die Antworten auf diese Fragen erfahren Sie natürlich wie immer in diesem Video. Ganz viel Spaß dabei! Zunächst stellt sich einmal die Frage, welche Art von Feigenbaum Sie überhaupt haben. Denn die Feigenbäume zählen zahlreiche unterschiedliche Arten. Hier gibt es winterfeste oder bedingt winterfeste Arten. Die weniger frostresistenten Feigen bilden große aromatische und süße Früchte aus. Dagegen sind die winterfesteren Früchte kleiner, weniger aromatisch und nicht so süß. In der Regel sind im Gartenhandel die geeigneten Sorten mit den passenden Winterhärtezonen ausgezeichnet. Weniger winterharte Feigen können im Kübel in einem geschützten Raum die Kälte schadlos überstehen. In der Regel sind im Gartenfachhandel die geeigneten Sorten mit den passenden Winterhärtezonen ausgezeichnet. Achten Sie also schon beim Kauf darauf, ob es sich um einen winterfesten oder nur bedingt winterfesten Feigenbaum handelt. Sollte Ihr Kauf allerdings schon etwas länger her sein und Sie nicht mehr genau wissen, welche Art des Feigenbaums Sie überhaupt haben, dann hilft hier ein Tipp. Denn wie gut ein Feigenbaum Kälte verträgt, lässt sich an seinen Blättern und Früchten erkennen. Sorten mit dezent gelappten Blättern und gelben oder grünen Früchten vertragen Kälte besser als andere. Winterfeste Feigenbäume vertragen dabei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius. Ein paar Beispiele dafür wären die Bornholmfeige, Brown Turkey oder Early Dark. Bedingt winterfeste Feigenbäume vertragen Temperaturen von bis zu minus 12 Grad Celsius. Beispiele wären hier die Bayernfeige, Morena, Peretta, Rosetta, Rosa Rotondo oder Two-Timer. Was ist jetzt also für die Überwinterung zu tun? Dazu sollten Sie zuerst einmal wissen, was im Winter überhaupt mit dem Feigenbaum passiert. In einem sehr kalten Winter leiden zuerst die Äste und Zweige. Bei Minusgraden erfrieren vor allem die jungen Triebe. Bleiben aber die Wurzeln vom Frost verschont, treibt die Pflanze normalerweise wieder aus. Allerdings bleibt die Ernte der Früchte im betroffenen Jahr dann aus. Kann der Feigenbaum überwintern, bleiben die Wurzeln gesund. Kann der Feigenbaum den Winter ohne frostige Wurzeln überstehen? Bleiben die jungen Triebe vom Frost verschont, treibt der Feigenbaum bald wieder aus, es entstehen neue Triebe und Blätter und eine baldige Ernte ist ihnen im neuen Jahr dann garantiert. Neben dem richtigen Standort kommt es beim Feigenbaum überwintern auch auf das Alter an. Ein noch junger Baum ist empfindlicher gegen Kälte und zu viel Nässe als ein älterer. Die Mehrheit der Sorten erreicht erst nach 2 bis 3 Jahren eine gewisse Winterhärte. Ältere und bereits winterharte Bäume können auch im Freiland und ohne Winterschutz bleiben. Dagegen bekommen alle bedingt winterharten Exemplare einen Winterschutz. Als Kältequartier für Kübelpflanzen sind folgende Möglichkeiten geeignet. Eine nicht zu kalte und frostfreie Garage, ein Keller, der nicht zu dunkel ist, ein kühles Treppenhaus, ein Eingangsbereich im Haus oder ein kühler Wintergarten. Wie läuft das Überwintern im Beet oder im Kübel also jetzt Schritt für Schritt? Zunächst oberhalb der Wurzeln des Feigenbaums eine Schicht Erde oder Mulch aus beispielsweise Laub, Reisig oder Schnittgras verteilen. Im Anschluss entfernen Sie verbrauchte Blätter und Früchte. Die Äste des Feigenbaums werden locker zusammengebunden. Die Feige wird mit Vlies, Noppenfolie oder Jute eingepackt. Dabei sollten Sie auf eine nicht zu luftdichte Verpackung achten, da ansonsten Schimmel und Fäulnis entstehen können. Das gelingt, indem Stäbe rings um die Pflanze in den Boden gesteckt werden und darüber der Schutzmantel gespannt wird. Alternativ eignet sich auch ein Gestell aus Holzlatten, über das Vlies geworfen wird. Wichtig ist das Befestigen des Schutzmantels gegen den Wind. Der Winterschutz im Garten ist nur wirklich wichtig, wenn die Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius liegen. In einem milden Winter oder während der wärmeren Phasen kann der Schutz entfernt werden. Um den Zugriff der Kälte von unten zu vermeiden, wird ein Kübel auf einem Sockel aus Styropor oder Holz erhöht gestellt. Wenn Sie die Pflanze im Kübel halten, müssen Sie zudem noch ein paar weitere Dinge beachten. Um den Zugriff der Kälte von unten zu vermeiden, wird der Kübel auf einen Sockel aus Styropor oder Holz erhöht gestellt. Der Kübel wird dann an einen geschützten Standort gestellt, zum Beispiel an eine überdachte Hauswand, auf einen Balkon oder auf der Terrasse. In der Winterruhe benötigt die Pflanze wenig oder gar kein Wasser.
Wichtig ist auch, dass der Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Gegossen wird also höchstens in sehr trockenen Zeiten und an frostfreien Tagen. Ein letzter Hinweis zum Schluss: Die Feige benötigt in der Winterruhe keinen Dünger. Wenn Sie Ihren Feigenbaum dann über den Winter gebracht haben, stellt sich im nächsten Jahr die Frage, wann der Feigenbaum zurück ins Freie darf. Je nach Klima kann die Feige im Kübel nach der Kälte, spätestens aber nach den Eisheiligen wieder ins Freie. Allerdings sollte die Pflanze nach und nach der Sonne ausgesetzt werden, damit sie sich langsam daran gewöhnen kann. Der Winterschutz an der draußen gebliebenen Feige ist bereits im Februar oder März zu entfernen. Dann kommt der Baum schonend aus der Winterruhe und kann die erste Sonne und Energie aufnehmen. Außerdem brauchen die neuen Austriebe Platz, um sich zu entfalten. Erfrorene und verdorbene Pflanzenteile sind nach der Winterruhe zu entfernen. Dazu nutzen Sie immer ein sauberes und scharfes Werkzeug. Die Schnitte wirken gerade und glatt ausgeführt. Unsaubere und gerissene Schnitte bieten Schädlingen und Keimen Einlass in die Pflanze. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.